Moin Moin, liebe Pyrosaf Army und willkommen zum Reaction Video. Und zwar wurde ich eingeladen zum Interview von Jäger und Sammler. Das ist ein ARD und ZDF Format quasi über das Funknetzwerk. Ja, will ich mal nicht viel labern, sondern schauen wir uns mal rein, was sie uns zu sagen haben. Der Dreh hat eine Stunde circa gedauert. Und ja, machen wir mal ein klassisches Reaction Video, dachte ich mir. Ich setze mal die Kopfhörer auf und oh Gott. Und los geht's. Stellt euch mal vor, es ist Silvester und niemand bellert. Wenn man sowas verbieten würde, dann würde ich mich echt falsch verstanden fühlen, weil es ist ein ganz normales Hobby. Ich bin Daniel Schenk. Und man schadet normalerweise keinen damit, wenn man alles richtig beachtet. Das ganze Jahr über trennen wir Müll, wir sparen Strom und machen uns Gedanken über die Luft, die wir einatmen. Und klar, als selbsternannte Ökonation ist uns die Umwelt heilig. Außer an Silvester, da werden wir ein bisschen inkonsequent. Daniel findet, einmal im Jahr, aber ist das schon nicht klar. Also letztes Jahr habe ich tatsächlich 1200 aufgegeben. Das ist verrückt für viele. Wenn die Leute sich freuen bei diesen Explosionen am Himmel, das ist einfach wundervoll. Das ist wundervoll. Und ich sehe in den Augen dieses Glitzern. Ja. Und das fasziniert mich. Das verstehen die meisten nicht. 4500 Tonnen Feinstaub ballern wir an Silvester in die Luft. 4500 Tonnen. Das ist in einer Nacht so viel wie 16% der Feinstaubmenge, die wir in einem Jahr durch den gesamten Straßenverkehr verursachen. Wie war das nochmal? Diesel uncool, aber böllern voll okay? Lauter, stärker, es soll so richtig knallen. Und das geht am besten mit Böllern aus dem Ausland. Wir fahren an die Grenze nach Polen. Hier gibt es Böller der Klasse F3 und F4, für die man in Deutschland eine Lizenz bzw. eine pyrotechnische Ausbildung braucht. Mit den frei zugänglichen Böllern aus Deutschland, die maximal 6 Gramm Schwarzpulver enthalten, hat das nicht mehr viel zu tun. Bitte überschätzen. Das hat sie. Einziehen und sofort wegschmeißen. Man muss aufstarten. 20 Meter, 10 Meter Minimum. Keiner möchte jetzt direkt, keine Ahnung, einem 18-Jährigen direkt 2 Kartons mit Ü-Ultra-Böllern geben. Aber in Deutschland, aber hier in Polen, wenn man das Geld dafür hat, klar, wir verteilen es in dem Fall. Also natürlich ist es nicht unsere Verantwortung, was denn die Person damit macht, aber wir vertrauen schon die andere Person, dass sie nicht gerade sich ihr Hand wegsprengen oder was weiteres machen. Das Geschäft mit Feuerwerkskörpern ist riesig. Allein die Deutschen geben im Jahr rund 137 Millionen Euro dafür aus. Das Geld, das sie im Ausland für Böller und Co. lassen, mal ganz ausgenommen. Die Böller selbst sind nicht unbedingt illegal, sondern das Verbringen, also das Bringen nach Deutschland ist illegal. Weil Voraussetzungen fehlen. Es ist nicht richtig transportiert, es ist nicht in sachgerechten Händen. Jedes Jahr aufs Neue beschlagnahmt der Zoll Massen von diesem Zeug. Letztes Jahr waren es zum Beispiel fast 19 Tonnen allein an der Grenze zu Polen. Wir haben Blitzknallsätze mit 100, 50, 100 und 200 Gramm durchaus schon festgestellt. Eine Handgranate hat 60 Gramm. Wie gefährlich diese Böller eigentlich sind, Gramm, das zeigt uns der Zoll mit ausreichend Sicherheitsabstand. 3, 2, 1. Selbst in 5 Gramm schon durchaus mit starken, starken Verbrennungen, wenn nicht sogar mit dem Verlust von einigen Gliedmaßen zurechnen. Hier sieht man übrigens auch sehr die Sehne, wie diese so raushängen. Oh, da können Sie sich Gott, vorstellen. Ich bin nicht, also, okay, dann. Je nachdem, wie stark der Sprengkörper dann ist, können die Verletzungen Knochen verletzen, können Sehnen durchreißen, können letztlich zur Abtrennung von Fingern oder auch von der gesamten Hand führen. An Silvester wird auf jeden Fall keine Rücksicht genommen, so viel ist klar. Wer brennende Balkone, auf Menschen gerichtete Leuchtpistolen oder mit Raketen beschossene Krankenwagen erleben möchte, der ist in Berlin genau richtig. Die Silvesterbilanz vom letzten Jahr dokumentierte rund 1600 Einsätze der Feuerwehr, etwa 1700 der Polizei, zahlreiche Angriffe auf Einsatzkräfte und viele Verbrennungen durch Böller. Wir haben ganz viele, die zum Beispiel beworfen werden mit Sprengkörpern, die dann Verletzungen erleiden. Ganz typisch, dass einem was in die Kapuze geworfen wird, ein schwerer Knallkörper und dann Hörverluste verursacht. Schaut man sich die Einsatzbilanz der Feuerwehr und der Polizei in Berlin an, dann fragt man sich ja, warum wird das Böllern eigentlich nicht verboten? Wir konnten uns in der Koalition nicht darauf einigen, einfach Böller per se zu verbieten, auch wenn einige von uns große Sympathie dafür hatten. Haben die anderen dabei Angst, als Verbotspartei dazustehen? Ich gehe davon aus, dass das wirklich eine Rolle spielt. Interessanterweise diesmal weniger bei den Grünen als mehr bei den anderen.
Die habe ich tatsächlich alle im Nachbarland gekauft, alle natürlich legal. Hier zum Beispiel einen ganz, ganz fetten Klopper. Ja, genau das ist es. Ich bin ja auch in Berlin aufgewachsen, habe immer viel rumgeböllert und jetzt, wo ich älter werde, merke ich so, okay, irgendwie fühle ich mich auch gar nicht mehr so sicher auf den Straßen. Was denkst du dazu? Ich kann Leute nachvollziehen, die sagen, oh, das ist ein bisschen kritisch an Silvester, weil es gibt leider sehr, sehr viele Menschen, die damit überhaupt schlecht umgehen, beziehungsweise ja, überhaupt keine Ahnung davon haben und nicht die Anleitung lesen tatsächlich. Und das sind dann auch immer die Sachen, die in den Nachrichten erscheinen. Du kannst schon verstehen, dass glitzernde Raketen faszinieren. Aber jedes Jahr aufs Neue frage ich mich, wozu das Ganze überhaupt? Gerade für Tiere, für kriegstraumatisierte oder wohnungs- und obdachlose Menschen ist dieses Silvestergeballere echt kein cooler Start ins neue Jahr. Na, ich dachte, du bist keine Gegnerin. So, also ich habe eigentlich noch viel mehr gesagt, so, ne? Außer die Sachen, die im Fernsehen gezeigt werden, wie gesagt, das sind meistens diese überkrassen Sachen, die normal überhaupt nicht verwendet werden. Und ich hatte auch nochmal gesagt, dass ich nachvollziehen kann, dass es für einige gefährlich ist oder gefährlich aussieht. Aber die Leute, die wirklich Scheiße damit machen, damit sollten wir uns als Pyro-Community auf jeden Fall nicht... Boah, ich setze das mal ab, ich höre mich selber überhaupt nicht, ne? Als Pyro-Community sollten wir das auf jeden Fall... jetzt nicht an uns, naja, sitzen lassen, ist Quatsch, aber wir Pyros sind ja nicht die Leute, die im Regelfall genau so eine Scheiße machen. Das sind ja mehr diese privaten Standardleute, die denken so, oh, muss immer krasser werden so. Klar, ein Silvester muss krass sein, aber wie ich schon gesagt habe, ich denke mal, das ist ganz gut gewesen. Wenn man drauf achtet, kann nichts passieren. Also quasi nichts. Also... was gibt's dazu noch zu sagen? Schaut gerne das Video. Ich glaube, das gibt's auch auf IGTV. Das ist jetzt hier ein Facebook-Video. Das habe ich einfach mal runtergeladen. Ist ja im Hochformat. Zum Hochformat will ich jetzt nicht sagen. Das ist echt ein bisschen doof. Aber ist ja auch egal. Ja. Den Link vom Facebook-Beitrag sende ich hier rein. Also unten in die Videobeschreibung. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. War auf jeden Fall ganz nett. Das Team war nett. Gerne wieder. Kein Problem damit. Sieht ein bisschen komisch aus. Wir haben genau meine Nicht-Schokoladenseite. Wir haben ja die Seite. Ja, für euch sieht's gleich aus, für mich nicht. ja. Das war's mit dem Video. Bis dann. Sie hat dockige Haare, ich glaub Marokkanerin. Sie sagt den Namen Vesawi. Sie kann Tabota Spanisch und was auf Latinas. Puerto Rico, Jau.